Ich bin Luisa von Candace und ich freue mich, dass ihr heute den Weg zu unserem Kanal gefunden habt. Und wir starten heute mit einem Thema zur Automatisierung im Datev-Rechnungswesen und zwar genau genommen mit dem Thema Lerndateien und stellen uns erstmal die Frage, was sind Lerndateien überhaupt? Eine Lerndatei kann dir dabei helfen, deine Buchhaltung effizienter zu gestalten und zu automatisieren und sie verhilft dir dabei, lästige manuelle Buchungsschritte bei wiederkehrenden Geschäftsvorfällen wie beispielsweise Lohn- und Gehaltsbuchungen oder auch Mieten zu vermeiden. Und wir werden heute uns das an zwei Beispielen einmal anschauen. Zum einen bei einer einfachen Buchung und zum anderen bei einer Split-Buchung und werden aus beiden einmal eine Lerndatei erstellen. Und wir starten einfach mal direkt rein. Und zwar sind wir hier in meiner Testbuchhaltung von 2023 und befinden uns im Buchungsstapel. Hier seht ihr eine Miete vom Geschäftspartner Werner Mustermann. Und das ist der elektronische Beleg. Den braucht ihr auf jeden Fall. Andernfalls könnt ihr keine Lerndatei erstellen und ihr erhaltet eine Fehlermeldung. Aber zunächst erfassen wir jetzt einmal die Buchung und holen uns die per Doppelklick einmal in unsere Buchungszeile. Hier sehen wir noch einmal den Betrag und gehen jetzt einfach mal durch. Wir befinden uns im SKR 04 und tappen uns jetzt einfach mal durch. Belegfeld, Buchungstext ergänzen wir gleich, wenn wir die Lerndatei erstellen und können die Buchung so schon einmal vorerfassen. Die haben wir jetzt schon mal erfasst und jetzt wollen wir einmal entweder über den Menüpunkt Bearbeiten, Buchungsvorschläge und Lerndateieintrag neu die Lerndatei anlegen oder über die Tastenkombination STRG L, das ist euch überlassen. Wir wählen jetzt einmal die Tastenkombination STRG L. Und hier könnt ihr auch schon sehen, einige Fenster sind schon vorbelegt und wir müssen nur noch ein paar Informationen hinzufügen, und zwar das Belegfeld 1. Und wir wollen jetzt keinen statischen Wert hier haben, sondern wir wollen einen variablen Wert, der sich jeden Monat anpasst. Und deshalb fügen wir einen Platzhalter fürs Datumsformat ein. Und der wird jetzt für den Monat Februar beispielsweise wird da nicht mehr dann logischerweise nur einstehen, sondern nur zwei. Sprich, es passt sich wirklich jeden Monat automatisch an. Dann hier, wir brauchen einen Buchungstext. Wie erwähnt, handelt es sich hier um eine Miete vom Geschäftspartner Mustermann. Also schreiben wir Miete Mustermann und auch hier wieder gleiches Spiel und ein Platzhalter fürs Datumsformat. Dann brauchen wir den Verwendungszweck. Und der Verwendungszweck ist in dem Fall das Wichtigste. Denn die Lerndatei zieht sich alle Informationen, die sie braucht, aus dem elektronischen Kontoumsatz. Und den können wir einmal abrufen, indem wir auf die Schaltfläche rechts daneben gehen. Und ihr müsst hier ganz genau darauf achten, was in eurem elektronischen Kontoumsatz steht. Denn wenn ihr hier nicht genau seid, dann funktioniert eure Lerndatei nicht. Sprich, tragt wirklich nur das ein, was hier drin steht. Abgesehen von variablen Werten, wie beispielsweise dem Datum oder dem Monat. Und in dem Fall wäre es der Januar, den müssen wir rauslöschen und durch den Platzhalter Stern ersetzen. Und die Lerndatei wird jetzt jeden Monat in meinen Umsätzen immer nach dem Schlagwort Miete suchen und anhand dessen einen sicheren Buchungsvorschlag kreieren. Hier unten könnt ihr noch ein paar zusätzliche Häkchen setzen, wenn ihr wollt, aber auch hier müsst ihr bitte darauf achten, gebt wirklich nur das an und hakt nur das an, was tatsächlich in eurem elektronischen Beleg steht. Machen wir jetzt in dem Fall nicht, in den meisten Fällen reicht auch tatsächlich der Verwendungszweck. Und ja, dann sagen wir einmal okay und jetzt haben wir die Lerndatei auch schon erstellt. So, wie ihr seht, super simpel und wir gucken einmal nach, ob diese auch wirklich da ist, wo wir sie haben wollen. Gucken einmal über den Menüpunkt Stammdaten, Lerndatei und auf die Bank gehen wir. Und tada, hier haben wir sie, unsere Lerndatei. Und
gucken wir nochmal, ob alles stimmt. Solltet ihr einen Fehler gemacht haben, kein Problem. Ihr könnt einfach per Rechtsklick nochmal in die Lerndatei gehen und sagen Lerndatei bearbeiten. Oder aber in unserem Fall jetzt werden wir sie löschen, denn wir wollen noch eine aufgeteilte Lerndatei aus einer Split-Buchung kreieren. Daher werden wir diese Lerndatei einmal löschen, sagen ja und weg ist sie auch schon. Dann wechseln wir einmal den Buchungsstapel und gleiches Spiel nochmal. Aber nehmen wir jetzt in dem Fall einmal an, wir haben keine einfache Miete, sondern unser Beleg wird aufgeteilt auf zwei unterschiedliche Konten, weil vertraglich vereinbart wurde. Wir haben in unserer monatlichen Mieterrechnung nicht nur die Miete, sondern noch eine Position Instandhaltung. Sprich, wir müssen den Beleg einmal aufteilen und sagen einmal, so, wir haben nicht mehr 1.660 Euro Miete, sondern 1.460 Euro, verbuchen das aber hier ganz normal wieder auf das Konto 6310 und sagen einmal, yep, erfassen. Dann kopieren wir einmal die gleiche Buchung nochmal und sagen, wir haben jetzt aber noch 200 Euro Instandhaltung. Nochmal das gleiche, müssen hier natürlich das Konto wechseln und gehen auf 6335 Instandhaltung und sagen wieder okay. So, jetzt haben wir hier zwei Positionen, haben den Beleg aufgeteilt und jetzt wollen wir nochmal eine aufgeteilte Lerndatei erstellen. Jetzt müssen wir beide Positionen markieren und sagen wieder STRG L und tada, da ist unser Buchungs- bzw. Erfassungsfenster. Ihr seht hier, diese Fenster sind grau hinterlegt, weil wir die Lerndatei aufteilen müssen. Wir haben jetzt zwei Positionen hier. Hier seht ihr nochmal den Gesamtbetrag, 1660 Euro. Hat sich also nichts verändert, lediglich, dass es zwei Positionen sind. Wir gehen einmal in die erste rein und ihr habt hier drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal den festen Betrag und der wäre jetzt beispielsweise in unserem Beispiel die Miete, die jeden Monat gleich bleibt. Also wir haben eine monatlich gleichbleibende Miete von 1.460 Euro. Kann natürlich sein, dass ihr mal was mal einen Prozent habt, irgendwie 5% Rabatt, dann würde sich das hier anbieten und ihr könnt das da eintragen, dann errechnet sich der prozentuale Wert automatisch. Dann haben wir noch die Position Restbetrag. Das ist in dem Fall ganz nützlich, wenn ihr schon mehrere Aufteilungspositionen angelegt habt und ihr wollt, dass der bei der letzten Position sich der Betrag automatisch berechnet. Wollen wir jetzt aber nicht, wir haben einen Festbetrag. Also fassen wir das einmal, sagen wieder Belegfeld 1, ich möchte hier wieder einen variablen Wert haben, Buchungstext, weiterhin Miete, aber dieses Mal wieder ein Datumsformat. Kostenstelle haben wir nicht in dem Fall, sagen okay. Erste Position erfasst, bleibt noch eine. Dann möchte ich diesmal, dass sich der Restbetrag automatisch berechnet. Vielleicht ändert er sich mal irgendwann. Dann würde der sich das automatisch hier rausziehen. Dann brauchen wir noch ein Belegfeld. Wieder ein variablen Datumswert. Diesmal ist es nicht die Miete, sondern die Position Instandhaltung. So, dann tragen wir das einmal ein und sagen nochmal, wir möchten ein variables Datumsformat, wieder keine Kostenstelle. Und hier gleiches Spiel, kontrollieren noch einmal, was steht im Kontoauszug drin. Und verändert natürlich und ersetzen wieder den variablen Wert durch den Platzhalter Stern. Und sagen, okay, jetzt haben wir die Lerndatei aufgeteilt und wir wollen jetzt einmal kontrollieren, ob die wirklich funktioniert. Also wechseln wir noch einmal den Buchungsstapel und gehen einmal in die Bank 02 und rufen unsere Umsätze ab, um zu gucken, ob uns die Lerndatei sichere Buchungsvorschläge ausgibt. Also sagen wir einmal Buchungsvorschläge erzeugen
für den Monat Februar, rufen unsere elektronischen Umsätze abschließen. Okay. Und da seht ihr einmal 200 Euro, einmal 1460 Euro. Das ist unsere aufgeteilte Lerndatei und sie funktioniert. Dann, ihr könnt auch hier nochmal kontrollieren, ob alles passt. Sieht aber gut aus und ja, hier seht ihr aufgeteilte Lerndatei. Passt also. So, das war's auch schon. Es ist, wie ihr gesehen habt, super simpel, aber effektiv. Und gerade wenn ihr viele wiederkehrende Geschäftsvorfälle habt, empfiehlt es sich wirklich, Lerndateien anzulegen, um eure Buchhaltung einfach zu automatisieren und euch das Leben ein bisschen zu erleichtern und Zeit einzusparen. Wenn ihr Fragen haben solltet, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Wenn ihr Anregungen zu weiteren Videos habt, lasst es mich auch sehr gerne wissen. Und ich kann schon mal sagen, es wird in den nächsten Wochen weiterhin um das Thema Automatisierung im DATEV-Rechnungswesen gehen. Ja, und das war's soweit zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Falls nicht, wie gesagt, fragt. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss!